Hallo meine Lieben, ich begrüße euch. Die Prinzessin der Kelche ist mal wieder da. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Und ich möchte jetzt für euch mal den Januar legen. Mal sehen, was die Karten uns da mitzuteilen haben. Wie versprochen werde ich jetzt die Monate über immer pro Monat, sag ich mal, die allgemeinen astrologischen Tendenzen mit einfließen lassen und auch einen jetzt gerade am Anfang des Jahres, ja, einen kurzen Einblick so über die allgemeinen Tendenzen im Jahr für euer Sternzeichen jeweils. Ich hoffe, dass es euch da noch ein bisschen weiterhilft, also so kritische Phasen, auch günstige Phasen. Und ich bin zwar jetzt kein Astrologe, aber ich habe mir ein spezielles Buch besorgt, extra für euch. Ja, und ich habe mir gedacht, ich lasse das nochmal zusätzlich mit einfließen. Ich hoffe, das freut euch. Von den Karten her werde ich wieder das Seelenorakel, Weisheitskarten der Seele, für euch ein Krafttier aus den geheimen, aus den verborgenen Welten. Dann habe ich hier noch mit drin die Karten von der Karin Weltstein, magische Momente, werde ich auch mit eine Karte mitziehen, klein bisschen was für die Liebe mit dazu, die beiden zusammen vielleicht oder die beiden, ich muss mal gucken, dann eine Engelsbotschaft für euch und dann eben allgemeine Tendenzen als Überblick und hier die 80 Orakelkarten wieder, das ist ja L'Element und Tarot gemischt und dann wollen wir mal gucken, was die einzelnen Sternzeichen oder euch das Universum zu sagen hat. Denkt bitte immer daran, dass das allgemeine Legungen sind. Das kann und wird auch nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Schaut bitte sonst nochmal bei eurem Aszendenten, wenn ihr den wisst. Ansonsten könnt ihr den auch problemlos, sag ich mal, von Mr. Google berechnen lassen. Das kann man dann, man muss nur die Geburtszeit wissen. Ja, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr fabelhaften Widder und Widder-Aszendenten, ich begrüße euch. Ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im Januar los ist, welche Botschaften allgemein, sag ich mal, für euch dabei sind. Wie gesagt, denkt bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht auf jeden zutreffen, habe ich aber vorhin schon mal gesagt. Schaut euren Aszendenten nochmal an. Wenn es euch absolut nicht betreffen sollte, lasst es bitte einfach weiterziehen. Dann ist vielleicht für nächstes Jahr, nächstes Mal was für euch dabei, obwohl bis jetzt eigentlich immer für jeden etwas dabei war. Ne? Also auf jeden Fall die allgemeinen Botschaften gelten ja für das Sternzeichen in sich, sag ich mal schon mal. So, für den Widder, liebes Universum, liebes Seelenorakel, brauche ich eine Botschaft. Wer soll hier angesprochen werden? Welches Thema soll angesprochen werden? Was ist wichtig? Oha, die Magie. Ich werde wahnsinnig. Die Karte habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, meine Lieben. Die Magie, toll. Da ist auch eine Frau drauf zu sehen. Ich zeige sie euch auch gleich. Die habe ich noch nie gehabt, diese Karte. Da muss ich mir mal eben mein Buch zur Hilfe nehmen. Die Magie. An dieser Stelle lädt Magie dich ein, die Welt mit staunenden Ehrfurcht zu betrachten und mit der Unschuld eines Kindes, welches genau weiß, was alles möglich ist. Der große Geist, der über ein grenzenloses Potenzial verfügt, fordert dich auf, ihn anzurufen und auf Gleichzeitigkeiten, Zeichen, Symbole und Omina zu achten, die dir das Orakel der gewöhnlichen Welt zukommen lässt. Zugleich wirst du daran erinnert, dass du dein Leben in heiliger Partnerschaft mit dem großen Geist selbst mit erschaffst. Deine Aufgabe besteht nun darin, zu träumen, Absichten zu fassen und auf die Zeichen zu achten, die dir anzeigen, was du als nächstes tun sollst. Im Moment sieht es ganz so aus, als wärst du auf dem richtigen Weg und der Erfüllung deiner Träume schon sehr nahe. Der große Geist hört dich und agiert in deinem Interesse. Pass gut auf, deine Magie wirkt Wunder. Wow! Halleluja! Meine lieben Widder, was habt ihr denn da vor? Toll!
Das freut mich natürlich. So, dann wollen wir mal eben gucken. Weisheitskarten der Seele. Was haben die denn noch für euch bereit? Oder was halten die für euch bereit? Ich muss mal eben kurz neutralisieren die Karten. So, für den Widder bitte. Botschaften für den Widder, Januar 2021. Widder, was haben wir denn da? Zuhören, genau. Achtet auf die Dinge, die da passieren, meine Lieben. Und der Berg. Das ist aber nichts Schlimmes. Ja, nicht über viele Dinge. Also zuhören. Den anderen mal zuhören. Was passiert um euch herum? Was ihr vielleicht sonst überhört. Hört auf eure innere Stimme. Was jemand zu euch sagt. Was um euch herum passiert. Das hat ja die Magie vorhin hier auch schon gesagt, ne? Definitiv. Und dann haben wir hier noch den Berg. Die sieht so ein bisschen gruselig aus, diese Karte. Aber in Wirklichkeit ist sie das überhaupt gar nicht. Ja, der Berg steht da, der hat, ich weiß nicht, könnt ihr das, nämlich, ich muss mal eben gucken, dass ich das Licht so etwas wegschalte, sag ich mal. Sagt eigentlich, du besitzt die Fähigkeit, jedes Hindernis mit Leichtigkeit zu umgehen. Und dass es jetzt die Zeit ist, um flexibel zu reagieren. Flexibel zu sein. Ne? Manchmal stoßen wir im Leben, sag ich mal so, ja, auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse. Und das erscheint uns als das ein riesiger Berg, sag ich mal, und wir sagen zu uns, das schaffen wir nicht. Oder ihr sagt zu euch, das schafft ihr nicht, das kriege ich nie hin, ne, so. Ja, manchmal heißt es denn, oh Gott, den Berg, bis ich den Mount Everest überwunden habe, meine Güte, was muss ich da für eine Kraft aufwenden, ne. Also je nachdem, was das für euch für ein Berg ist, sag ich mal. Vielleicht ist es ja auch nur ein kleiner Hügel. Je nachdem. Also, die Karte sagt dir eigentlich auch, sei wie ein Fluss, der Berge auf natürliche Weise umfließt. Du wirst dieses Hindernis relativ schnell hinter dich bringen, wenn du den leichteren Weg wählst und den Berg nämlich umgehst. Ne? Dies ist die Zeit, um auf bewegliche Weise mit deiner Lebenssituation eben umzugehen, flexibel zu sein, zuzuhören, die Magie in deinem Leben wahrzunehmen, nicht beiseite zu tun. Ne? Man muss einen Berg nicht erklimmen, sondern man kann in bestimmten Situationen diesen Berg auch umgehen, aber eben Schritt für Schritt voranzugehen. Ja, und dabei immer deine Route, die du eingeschlagen hast, einfach zu überprüfen. Ist doch super, ne? Interessant, interessant, muss ich ja wirklich sagen. So, ein Krafttier noch für euch. Ich neutralisiere die hier auch nochmal eben. Wie gesagt, im Anschluss gibt es für euch ja noch das astrologische Horoskop. Für 2021 allgemeine Tendenzen und dann eben für den Januar. Ich werde das die nächsten Monate, wie gesagt, auch immer pro Monat so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich habe da ein Horoskop für alle Sternzeichen, quasi ein Buch bestellt. Und das werde ich immer dann so ein bisschen mit, natürlich nicht den kompletten Text, sage ich mal. Das ist sehr umfangreich, dadurch, dass es auch eben fürs ganze Jahr ist. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse euch das mal immer so ein bisschen mit einfließen. Und manchmal deckt sich das ja sogar mit den Karten. Das habe ich jetzt vorhin auch schon 2-3 Mal jetzt gehabt.
So, liebes Universum, ein Krafttier bitte für den Widder. Welches Krafttier? Die Kobra, die Selbstmeisterung. Super. Die Kundalani-Kraft erwacht. Neue Energien werden frei und deine regenerativen Kräfte entfalten sich. Ja, da passiert jetzt was, meine Lieben. Merkt ihr das? Ja. Ne? Ich glaube, da kommt ihr aber auch schon selbst hin. Also da, ja, werden sich Sachen zeigen in eurem Weg und die sollt ihr, wie gesagt, dann auch nicht so abtun. Ich hasse ja glatte Tische, ne? So, haben wir aber. So, aus den verborgenen Welten. Welche verborgene Welt möchte sich noch für euch zeigen? Selbstmeisterung, genau. Nehmt euch mal selber ins Gericht. Wo schaut ihr noch nicht genau hin? Was muss da noch bearbeitet werden, um dahin zu kommen? Ne, dieses Zuhören, da sind wir wieder dabei. Das hat natürlich auch sehr viel immer mit einem selber auch zu tun. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So. Verborgene Welten, bitte eine Karte für den Widder. Was möchte sich da zeigen? Da haben wir schon eine. Was haben wir denn hier? Der Sprung ins Glück. Glaube. Ekstase. Glückseligkeit. Ja, meine Lieben, was soll ich dazu noch sagen? Die Karten kenne ich natürlich, weil die noch relativ neu sind, aber die sind fantastisch. Ich bin da total von angetan. Das sind so tolle Bilder. Aber die kenne ich natürlich logischerweise noch nicht. Einige merkt man sich ja mit der Zeit. Also, der Sprung. Es wird ein Moment kommen, in dem du dich auf erhabene und vollkommene Weise verbunden fühlst, in dem dir schiere Lebenskraft des Universums direkt mit deinem eigenen Kraftzentrum verbunden ist. In diesem Moment und an diesem Ort befindest du dich im völligen Einklang und alles, was du dir je gewünscht hast, erfüllt sich in dir. Du bist genug. Davon bist du wahrhaftig überzeugt und deshalb schreitest du voran auf dem Weg zur tiefsten Sehnsucht deiner Seele. Diese Zeit naht nun für dich und du brauchst nichts weiter zu tun, als dir zu vergegenwärtigen, dass du genug bist und dich der Kraft, der Energie zu öffnen, die dich schon so lange erreichen möchte. In diesem Moment gibt es keine Angst. In diesem Moment gibt es kein Zögern. In diesem Moment schweigen die Einflüsterungen aus Familie und Gesellschaft und selbst die bruchstückhaften Aspekte deines Ichs treten in den Hintergrund und lassen die reine Verbindung zwischen dem Universum und seinen Fragmenten deiner Seele sich wieder festigen und die unerschütterliche Überzeugung wachsen, damit du gesegnet bist und diese Wunder verdient hast. Wenn diese Karte kommt, dann meine Lieben, lasse zu, dass du dich öffnest und die Kraft in dich aufnimmst, die in diesem Moment die deine ist. Es ist Zeit, sich zu verbinden und den Sprung zu wagen. Wohlwissend, dass du, wenn du nur gut für diese Verbindung sorgst, sie aufrechterhältst und an sie glaubst, fliegen kannst. Es ist kein großes Projekt und es geht auch nicht um weltliche Macht. Es geht um die Erfahrung, die wieder einmal beweist, dass du ein Kind des Universums und geliebt bist. Sei darauf gefasst, dass dein Glaube wiederhergestellt wird und bereit ist für die Ekstase, wenn der Geist dich wieder durchströmt. Wow, meine lieben Widder, ich habe hier Legung im Moment. Das ist ja der helle Wahnsinn. Also toll. Habe ich das doch schon wieder, ne? Jetzt habe ich aber die Nase voll hier. Die sind nämlich so ein bisschen dicker. So, warte mal, ich klemme die mal hier ein. So, dann wollen wir mal eben kurz noch mal in Liebesdingen gucken oder so drumherum. Drücken wir das mal so aus. Da haben wir hier noch mal die mystischen Momente an Karten. Mal eben kurz neutralisieren. Tadadada. Ja, Mensch, das freut mich für euch wirklich. Auch bei vielen, wo es jetzt neu losgeht, wo Neuanfänge gestartet werden, wo, also toll, muss ich wirklich sagen, das freut mich.
Wird auch langsam Zeit, ne? So, für den Widder bitte. Eine Botschaft, ein Hinweis von den mystischen Momenten. Was haben die Karten uns mitzuteilen? Hier haben wir, oh, den Rosengarten, meine Lieben. Den Rosengarten. Ich habe das ja jetzt hier für die Liebe, Partnerschaft etc. gezogen. Und hier kommt Blicke nach vorn und warte noch. Okay, so, der Rosengarten, das ist die Nummer 9. Habe ich auch noch recht neu, aber ist auch, sind tolle Karten. Sensibilität, Naturverbundenheit und Stärke. Betrachte diese wunderschöne Frau, die selbst zu dieser Blüte, zu einer Blüte, Blume, Gott, Blume erblüht ist, meine Güte. Sie drückt eine rote Blüte an ihr Herz. Ihr Haar hat sich in ein Blatt verwandelt und im Wind, und das im Wind weht. Seht, selbst ein Teil der Natur wird sie mit jeder Berührung und jeder zärtlichen Geste stärker und empfindsamer für alles, was sie umgibt. Ihre Freunde sind der Schmetterling, der sich vertrauensvoll auf ihre Hand setzt, oder die Raupe, die sich an ihrem Hals schmiegt. Niemals ist die Schöne allein. Auch du bist eine Rose, bist ein Teil der Natur und umgeben von dir freundlich gesunden Geschöpfen. Hab Vertrauen in dich und vergiss nie, eine Rose ist schön, selbstbewusst und trotz ihrer Unabhängigkeit eng mit allem verbunden. Ja, das ist doch eine Botschaft, meine Lieben, ne? Männlein wie, ne? Ja, ich weiß, manchmal bezieht sich das so auf die Frauen, aber Blicke nach vorne. Manche Lieben sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht. Darüber darfst du traurig sein, aber verzweifle nicht. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten. Und wir haben hier, warte noch. Statt übereilt zu entscheiden, solltest du noch einmal in Ruhe über alles nachdenken. Es ist zwar richtig, auf sein Herz zu hören, aber manche Dinge sollte man nicht kopflos angehen. Schlaf noch eine Nacht darüber, ne? Also du sollst schon nach vorne blicken, aber du sollst es noch abwarten. Und vielleicht mal diese Rose, die du in den Händen hältst, die bei dir ist, vielleicht mit dir zusammen ist, wo es vielleicht Schwierigkeiten gegeben hat, sag ich mal, ja, mal genauer anzuschauen. Was ist denn da gewesen, ne? Eindeutige Botschaft, meine Lieben. So, dann brauchen wir für dich von den Engeln noch eine Botschaft. Oh, ich habe das Handy nicht ausgestellt. Von den Engeln. Eine Botschaft bitte für den Widder, Widder-Aszendenten. Was kommt denn da? Der Engel der Akzeptanz. Okay, nimm die Gegenwart mit ihren Ereignissen an und erkenne den Sinn, der in allem steckt. So bleibt der Fluss des Lebens im Gleichgewicht und deine Gedanken und Taten richten sich darauf, dich in die richtige Richtung zu führen. Die Botschaft deines Engels lautet, nimm die Dinge an, wie sie sind. Das ist die Voraussetzung für deinen inneren Frieden. So, sag ich mal. So. Dann wollen wir mal allgemein in den Januar gucken. Was will sich denn da zeigen? Was haben die Karten euch mitzuteilen? Erstmal neutralisieren. So, liebes Universum, bitte für den Widder Botschaften, allgemeine Botschaften für den Januar 2021. Was will da fallen? Da haben wir die Eule. Zwei Möglichkeiten. Kommunikation. Wir haben hier neue Wege zu beschreiten, genau. Sich für einen Weg zu entscheiden. Und die Masken. Tja,
Wie zeigst du dich nach außen oder wie zeigt ihr euch nach außen und wie zeigt sich jemand anderes euch gegenüber? Es kann auch sein, dass Masken fallen. Welche Maske legt man in welcher Situation auf? Vielleicht fällt euch das auch selber auf. Muss das sein? Tut ihr das aus einem bestimmten Grund oder tun die anderen euch gegenüber das aus einem bestimmten Grund? Vielleicht hat das auch etwas hier mit den neuen Wegen zu tun, kriege ich noch rein. Also hier, wie gesagt, die Eulen stehen ja immer, die Eule selber ist ein sehr weises Tier. Die wird ja auch als die Vögelkarte, sag ich mal, betrachtet. Das kann natürlich auch Stress, ein bisschen Unruhe darauf hindeuten. Auf der anderen Seite steht sie auch für Kommunikation, für Träume. Ne? Die Eule ist nachts, die sind nachts unterwegs, macht die Augen auf, kommt mir noch hier so rein. Es hat was mit Gefühlen zu tun. Der Mond erscheint oben praktisch innerhalb von diesem Bäumen. Hier oben ist der Mond noch mit drin. Ja, schauen wir mal. Vielleicht da auch bei bestimmten Sachen einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen. So, dann wollen wir mal gucken, welche Botschaften ich hier an euch weitergeben soll. Für diejenigen auf jeden Fall, die es betrifft. Jetzt muss ich sie nur erstmal wieder neutralisieren. So. Für den Widder. Botschaften. Für meine lieben Widder. Hier haben wir das Herz. Da geht es schon mal um Liebe, Geborgenheit, Herzlichkeit, liebevolle Atmosphäre, versorgt sein, umsorgt werden. Dann haben wir hier den Hund. Der steht für Treue, für Freundschaft, kann auch für das eigene Haustier stehen, was vielleicht angeschaut werden möchte. Was haben wir hier noch? Da. Kämpft und beschützt ihr etwas, was euch auf jeden Fall wichtig ist. Kann auch um einen gleichaltrigen Mann gehen. Hier haben wir einmal das Geheimnis. Etwas sollt ihr noch für euch behalten oder war bisher ein Geheimnis. Ich ziehe da gleich noch Klärungskarten drauf. Nee, das war jetzt... Dann haben wir hier eine Prinzessin, die Tochter oder eben auch etwas Neues, was ich da zeigen will. Und dann haben wir hier noch das Rad des Schicksals. Ja, etwas Schicksalhaftes, etwas Wichtiges wird da bei euch passieren. Definitiv. So, tut mir leid, meine lieben Widder, ich bin wirklich unterbrochen worden, aber das war wirklich ein Notfall, wo ich mich erstmal drum kümmern musste. Jetzt wollen wir mal schauen, was die allgemeinen Karten noch zu sagen haben. So, mein liebes Universum, für die Widder... Botschaften bitte. Wir haben hier das Gewitter, das Haus, vielleicht klärende Gespräche. Hier haben wir aber die Lösung. Gucken wir gleich mal. Ja. Vielleicht, was Herzensangelegenheiten angeht, da vielleicht ein bisschen aufpassen. Da könnte es Streit oder eben auch Wut geben, Auseinandersetzungen, vielleicht auch in eurer Beziehung. Dann haben wir für den Hund haben wir hier das Zuhause, das feste Fundament, seinen Platz finden. Da haltet ihr auch dran fest. Für diese Situation, sag ich mal, da findet ihr aber eine Lösung hier.
was ja auch mit den Gesprächen mit den Eulen zusammenpasst hier, ne? Also für diejenigen unter euch, da einen neuen Weg einzuschlagen, darüber nachzudenken, wenn es euch am Herzen liegt, und es liegt euch am Herzen. Vielleicht hat es da irgendwelche Auseinandersetzungen gegeben und da ist es manchmal vielleicht nötig, dass mal ein Gewitter, ja, so kommt mir das hier rüber, klärende Gespräche notwendig sind, ne? Bedeutet natürlich auch ein bisschen Stress, spricht auch eben für die Eulen, aber ihr solltet auch eure Masken fallen lassen und die Wahrheit sprechen. Jetzt brauche ich noch eine Klärungskarte auf das Geheimnis. Die Gerechtigkeit. Es muss erst ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden, damit ihr eure Pläne weiter verfolgen könnt. Ich gucke mir das aber gleich nochmal an. Auf die Prinzessin ist die fleißige Biene. Also da arbeitet ihr fix dran. An etwas Neues. An etwas Neuem. Und dann haben wir hier das Rad des Schicksals und die Zeitspirale. Jetzt ziehe ich jetzt nochmal eine allgemeine Karte. Und da haben wir die Uhr, die Sanduhr. Ja. Also. Dann verschaffen wir uns mal einen Überblick. Also, diese Herzensangelegenheit, diese Liebe, die da ist, da hat es irgendwie Streit oder wird es Streit, Auseinandersetzungen geben, weil ihr vielleicht über irgendetwas gestritten habt oder auf jeden Fall sind da klärende Gespräche notwendig. Eventuell auch von eurer Seite oder es wird auch kommen, sag ich mal, weil wir haben hier die Eulen liegen. Vielleicht träumt ihr auch oder ihr träumt schlecht jetzt momentan. Es hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und dieses Gewitter ist aber eventuell, so kommt es mir hier rüber, es ist, ich drücke es jetzt mal so als Gewitter aus, ne? Vielleicht ist das auch wirklich notwendig, um den neuen richtigen Weg einzuschlagen. Eure Masken fallen zu lassen und auch der andere soll die Masken fallen lassen. So kommt mir das jetzt hier rüber. Kriege ich direkt eine Gänsehaut dabei, ja. Auf jeden Fall, weil um diese Treue für euer Zuhause wiederherzustellen, da kämpft und das beschützt ihr auch. Aber ihr werdet eine Lösung finden. Irgendein Vorhaben, was ihr habt oder vielleicht die Situation auch selber, sag ich mal, sollt ihr noch für euch behalten, in dem Sinne, also nicht nach außen tragen, ich drücke das, so kommt mir das jetzt hier rein, weil ihr müsst erstmal für dieses Gleichgewicht, diese Fairness sorgen. Sicherlich gerade so Streits, wenn man da in Liebesdingen irgendeinen Streit hat oder eine Auseinandersetzung oder Unstimmigkeiten einfach, ne? Klar wird das natürlich nach entweder der eine oder andere nach außen getragen, ne? Versucht das mal mit dem Verstand, sag ich mal, zu sehen. Also auf der einen Seite seid ihr gefühlsbetont, auf der anderen Seite, ja, sollt ihr das eigentlich mit dem Verstand machen, also mit dem Kopf, ne? Für Gerechtigkeit sorgen. Und dafür ist es eben wichtig, dass ihr die Masken fallen lasst hier. Oder eine Maske aufsetzt in dem Moment, um dieser drohenden Gefahr eventuell von einer Trennung oder irgendetwas, sag ich mal, ja, euch liebevoll zu zeigen, damit dieses Gleichgewicht wieder hergestellt wird. Auf der anderen Seite arbeitet ihr da auch an etwas Neues und da seid ihr auch sehr, sehr fleißig bei. Letzten Endes kann gesagt werden, dass etwas Wichtiges, eine wichtige Phase in eurem Leben jetzt eintritt, bevorsteht. Eine Änderung, etwas Neues, ne? Und wir haben hier die Zeitspirale liegen, also Stabilität. Es ist ein langsamer Wachstum, es geht aber vorwärts. Ihr werdet da Erkenntnisse, reif, also die Reifen.
Erkenntnisse, die ihr gewinnt, und einfach auch mal eine Bilanz ziehen, was in eurem Leben noch Bestand hat und was nicht. So kommt es mir hier rein. Dann haben wir hier als Abschlusskarte die Sanduhr, also so 1 bis 4 Wochen begrenzt, ne? Es geht schnell vorbei. Manche Sachen sind auch nur oberflächlich davon. Wir haben hier die Rose bewahren. Das habe ich noch, ne? Blick nach vorne, ne? Manche Lieben sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht. Da musst du eine Entscheidung treffen hier. Auch in Liebesdingen, was ist wirklich für dich noch wichtig? Ist es für dich noch wichtig? Kannst du so weitermachen? Welche Lösung strebst du an? Beschützt und kämpfst du um diese Liebe oder nicht? Auf der anderen Seite haben wir hier aber noch Warte noch, ne? Was die Liebe angeht, ne? Hör da auf dein Herz, prüfe das erstmal ganz genau. Und zwar wirklich jetzt im Januar. So kommt mir das hier rein. Ich werde nochmal für euch eine Zusatzkarte ziehen. Bitte nochmal eine Zusatzkarte für den Widder. Angst und die Sonne. Da sind dann noch 2 gefallen. Ja, ihr habt natürlich Angst vor dieser Entscheidung. Ihr seid da noch unsicher, deswegen, aber ihr kriegt das hin. Die Sonne ist hier. Ihr bekommt das hin. Ihr müsst das gut überlegen und ihr seid ja auch selber bestrebt, dieses Gleichgewicht, diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Je nachdem, um was das hier geht, aber so bekomme ich das hier rein. Ihr habt Angst vor dieser Entscheidung. Aber neue Wege müsst ihr gehen. Und das hat auch was mit Masken fallen zu lassen zu tun. Entweder auf eurer Gegenseite, dass die Wahrheit gesprochen wird, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird und damit ihr auch für die Zukunft einen besseren Plan habt. Das kann natürlich verschiedene Sachen hier beinhalten, aber es hat auf jeden Fall mit einer Herzensangelegenheit zu tun. Wenn ihr natürlich jetzt Single seid und das so irgendwie nicht habt, dann ist es vielleicht familiär irgendetwas. Wir hatten ja auch Weihnachten, die ganzen Umstände, die wir jetzt auch im letzten Jahr hatten. Wir stehen jetzt quasi kurz vor Jahresende. Und da heißt es aber auf der anderen Seite, dass du noch abwarten sollst und das vor allen Dingen abwägen sollst hier. Und entscheiden sollst, was ist für dich noch von Bestand, worum... was soll noch beschützt oder worum kämpft ihr? Wichtig ist euch auf jeden Fall das Zuhause, ein festes Fundament, seinen Platz praktisch zu finden. Und das hat auch etwas mit Treue zu tun. Vielleicht hat es da auch in Anführungsstrichen Treuebruch gegeben. Das kann auf der einen Seite wirklich mit der Liebe zu tun haben. Das kann auch Freundschaften betreffen, die euch sehr am Herzen liegen. Aber wie gesagt, ihr sollt praktisch noch stillschweigend darüber verschlossen sein und erstmal genau die Lage prüfen, um diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Dass ihr dafür Angst vor habt, ist vollkommen klar. Aber das werdet ihr hinkriegen, meine Lieben. Wir haben nämlich hier die Sonne. Auch wenn wirklich mal klärende Gespräche oder ein Gewitter da kommt oder ein Gewitter auf euch zukommt, mit dem ihr vielleicht gar nicht rechnet. Das kann natürlich auch sein. Es hat aber sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und es bedeutet für euch auch Stress, auch Geplapper, sag ich jetzt mal. Ja, das ist das, was ich euch sagen kann und was die Karten mir sagen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, euch da nochmal wirklich Gedanken drüber zu machen. Und jetzt gucken wir für euch nochmal in das Astrologische rein. Dazu räume ich mal die Karten eben weg. Ich lasse euch jetzt mal eben dabei. Ich habe jetzt in euer Horoskop noch nicht reingeguckt. Muss man das eben hier beiseite packen.
was das Astrologische euch sagt. Dann hole ich mal mein schlaues Buch. Und dann brauchen wir den... Jetzt muss ich mal eben gucken, ob Widder hier hinten dran noch ist oder nee. Da. Also, meine lieben Widder und Widder. Aszendenten. Ich lese euch mal vor. Was ihr mit Uranus in eurem Geldhaus berücksichtigen müsst, ist, dass es möglicherweise nicht nur um eure Finanzen mit euren Finanzen auf und ab geht. Auch die Finanzen eurer Firma oder des Unternehmens, mit denen ihr zu tun habt, können betroffen sein. Dadurch kann sich die Chance ergeben, zu investieren oder ein notleidendes Geschäft zu übernehmen. Anschließend könnt ihr ein Team aus vertrauenswürdigen Leuten zusammenstellen, die euch respektieren. Auch wenn ihr dabei mehr ausgeben müsst, als euch zunächst lieb ist, kann das insgesamt günstig für euch entwickeln. Gleichzeitig müsst ihr darauf achten, dass die Buchhaltung exakt stimmt und nicht irgendwo Schulden versteckt sind. Solange ihr also Schulden vermeidet, ebenso wie Geschäft mit unehrlichen Leuten, sind die Tendenzen günstig für eure Finanzen und ermuntern zu Investitionen und Spekulationen. Euer Kapital steigt und Investitionen lohnen sich wahrscheinlich sehr in diesem Jahr. Dabei ist es empfehlenswert, alle finanziellen Vorhaben zu durchdenken und gute Berater einzubeziehen. Während des ersten Halbjahres 2021, besonders im Januar und im Februar, beeinflusst Uranus, auch Lilith, eure finanziellen Entscheidungen. Das könnte euch Probleme bereiten, wenn ihr Kompromisse eingehen müsst. Zum Beispiel, indem ihr um Geld zu verdienen einen Job annehmt, hinter dem ihr nicht wirklich steht. Es ist auch möglich, dass andere euch abwerten oder den Wert eurer Leistungen und Tätigkeiten mindern. Manche von euch könnten das Bedürfnis haben, Freunde zu unterstützen und in eine verrückte Idee oder Kunstobjekte mit unsicheren Gewinnchancen zu investieren. Ihr tut das jedoch wegen der kreativen Seite oder für eine Freundschaft. Und kreativ sind dieses Jahr wahrscheinlich viele von euch. Ihr habt nämlich eine besondere Konstellation mit dem gleichzeitigen Einfluss von Erfinderplanet Uranus und Fantasieplanet Neptun. Das sorgt für brillante Marketingideen und ihr seid äußerst einfallsreich. Ihr erlebt Geistesblitze und Inspiration und eure Intuition funktioniert fantastisch. Neben euren Fähigkeiten im Marketing und in der Werbung könnt ihr euch auch den Bereichen Design, Grafik und Technologie hervortun. Dies wird in eurem Horoskop bis 2024/25 so bleiben und betrifft dieses Jahr vor allen Dingen die Geborenen vom 30. März bis 13. April. Also im Januar gibt es eine kleine kritische Phase vom 15. bis 28. Während dieser Zeit solltet ihr keine überhasteten finanziellen Entscheidungen treffen. Konflikte um offene Zahlungen sind möglich. Ihr steht euch im Recht. Ihr seht euch im Recht und erhaltet aber trotzdem Widerstand. Also da müsst ihr dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Die anderen Phasen, sag ich mal, kommen dann erst später. Da werde ich dann pro Monat entsprechend drauf eingehen, wenn da für euch was mit dabei ist. Für Gesundheit und Vitalität sieht es nach einem gesundheitlich positiven Jahr für euch aus. Ganz wesentlich tragen dazu Jupiter und Saturn bei, die beide praktisch in den Wassermann wechseln und günstige Aspekte bilden. Besonders Saturn dürfte dabei eine deutlich spürbare Erleichterung bei fast allen gesundheitlichen Belastungen bringen. Falls ihr bisher häufiger von Saturn-typischen Problemen wie Rückenschmerzen, Versteifungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung oder auch Zahnproblemen geplagt wurdet, sollte dies nun allmählich nachlassen, denn auch die Ursachen wie hoher Stress und Druck in eurer Arbeit werden weniger. Für den Widder ist besonders Sport und Bewegung oder auch körperliche Tätigkeiten sehr zu empfehlen, um die Gesundheit zu stärken. Haben wir sonst hier noch etwas? Viel an der frischen Luft. Wenn ihr zu Nervosität und Aggressivität neigt, sag ich mal, ist das Risiko etwas erhöht. Deswegen geht viel in die Natur raus.
Doch dieses Risiko wird von Jupiter im Wassermann gemindert. Die Chancen stehen gut, dass ihr öfter ausgeglichen und zufrieden seid, und ihr könnt es auch selbst ein bisschen steuern, indem ihr euch auf das Gute im Leben konzentriert. Genau. Alle chronischen Leiden können praktisch in der ersten Jahreshälfte sind leichter zu handhaben, und falls ihr euch von eurer Konstitution her schwach fühlt, dann kann euch dieser Aspekt stabilisieren. Ansonsten müsstet ihr da mal zum Arzt gehen, euch mal untersuchen lassen, dass euch da entsprechend wirklich geholfen wird. Wir haben im Januar eine günstige Phase vom 16. bis 25. Januar. Mars trifft dabei auf Uranus. Das ist ein sehr erfrischender, vitalisierender Einfluss und bringt euch zu Jahresbeginn auf Trab. Toll auch, um eine neue, ungewöhnliche Sportart auszuprobieren. Achtet dabei jedoch auf Sicherheit und geht keine unnötigen Risiken ein. Wundert euch nicht, wenn ihr jetzt weniger Schlaf braucht als sonst. Mehr Sport und Bewegung helfen, um abends entspannt ins Bett zu fahren. Sehr schön. Ja, das sieht ja alles, abgesehen von so ein paar Sachen. Ich glaube, deswegen ist auch die Hinweise, die die Karten euch gegeben haben, auch wichtig. Jetzt eben zu entscheiden, was ist für euch wichtig. Hört genau zu, hört genau hin. Es ist Magie in eurem Leben, auch mal auf die kleinen Dinge, die sich euch zeigen, zu achten, ne? Den Sprung zu wagen, an das zu glauben, was ihr wollt, an euch zu arbeiten, diese Selbstmeisterung, ne? Ansonsten schaut bitte nochmal, das Video könnt ihr euch ja immer wieder angucken, da nochmal zurück, wenn ihr da noch irgendwelche Zusammenhänge nicht ganz versteht. Es ist noch viel für euch zu tun. Vieles hängt aber auch von euch selber eben auch ab, wie ihr euch verhaltet, was ihr wirklich wollt. Und dabei sind wir, wie gesagt, auch wieder am Thema, was nicht mehr zu euch gehört, wo ihr vielleicht lange drum gekämpft habt. Aber ja, ihr habt irgendwie, hört da auf eure Intuition, nicht mehr zu euch gehört, dann lasst das bitte hinter euch, meine Lieben. Weil das tut euch nicht mehr gut, es warten neue Dinge auf euch, und dafür braucht ihr eure Kraft, also arbeitet da dran. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch gute Botschaften fürs Jahr 2021 mitgegeben. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu doll, aber das ist ja dieses Jahr sowieso so nicht möglich. Für alle Neuen unter euch freue ich mich natürlich auch, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vor allen Dingen auch nicht das kleine Glöckchen zu drücken. Und dann sage ich Namaste, meine Lieben, bis ins neue Jahr. Tschüss.